Zwei Hühner in 45 Sekunden? Okay, wo versteckt ihr euch? Zwei Hühner, die sich verstecken. Wahrscheinlich ganz am Ende der Map, oder? Wo verstecken die sich? Das schaffe ich nicht im First Try. Sorry, Freunde, aber das werde ich niemals im First Try schaffen. Okay, eins ist hier. Auf der ganz anderen Seite, so weit weg wie möglich. Ich gehe mal jetzt einen Umweg, damit ich mich hier nochmal umschauen kann. Oh, da oben könnte eins sein, ne? Hier. Ne, hier ist aber keins, okay. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen um. Wo könnte das letzte sein? Das zweite. Aber zeitlich schafft man das ja. Oh, hier wahrscheinlich, oder? Hä? Nee. Wait. Hallo? Wieso nicht? Hier ist es! Okay, ich hab's gefunden. Sehr gut. Okay, dann weiß ich jetzt, wie es machen muss. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das hier schon fürs Herzteil ist oder noch nicht. Ich glaube nicht, aber... Sehr gut auf jeden Fall. So. Zwei Hühner, die wir in einer Minute sammeln müssen. Oder fast eine Minute, keine Ahnung jetzt. Oh, Alter, ich habe viel zu viel Zeit für den gebraucht, ne? Das schaffe ich doch gar nicht mehr, oder? Schaffe ich das überhaupt noch? Kann ich es überhaupt noch schaffen? Schau mal auf die Zeit da oben. Habt ihr vorhin mitbekommen, wie lange es mit dem hier gedauert hat? 20 Sekunden. Von hier bis zur anderen Seite. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ja, doch. Mit 5 Sekunden über. Okay, war das schon das letzte oder war das das vorletzte? Vorletzte oder vorvorletzte oder so. 20 und wieder auch nur. Oha. Okay, was jetzt? Ah, drei in der gleichen Zeit. Okay, wo versteckt ihr euch? Oh nein, das sind jetzt... Sag mir nicht, das sind drei Goldene, die aber dafür nicht so schwer versteckt sind. Bitte nicht. Bitte! Bitte spiel nicht! Oh nein, hör auf abzuhauen. Rein da mit dir. Okay, er ist drin. Hier ist noch einer. Renn da in die Richtung. Das machst du schön, Kumpel. Das machst du sehr schön. Einer fehlt noch. Ich habe absolut keine Ahnung, wo der letzte sich aufhält. Wenn ich das jetzt wüsste, hätte ich schon gewonnen. Safe. Nee, da drüben ist er nicht. Wahrscheinlich eher oben. Oder? Das sind drei Goldene. Das muss aber das letzte dann sein, oder? Wo ist er? Ah, nee, ist ein normaler. Was zum... Wie soll ich stehen denn da? Okay, los. Ich weiß, dass hier ein Goldener ist, aber den ignoriere ich erstmal. Das schaffe ich doch zeitlich gar nicht. Also jetzt mal ohne Witz. Wie soll ich das denn zeitlich bitte machen? Alter, bleib doch nicht stehen, Bro. Ich meine, ja, okay, ich kann ihn... Ne, kann ich nicht. Das ist das Problem. Dass ich nicht weiß, wie ich diesen Weg da abkürze. Weil ihr seht, das... Nein, das muss man anders regeln. Ach du, das ist so einer. Nee, ich weiß es nicht. Da schaue ich mir einen Guide an, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man den Weg schaffen soll in der Zeit. Okay, hab's nachgeschaut. Und go. Und zwar... Alter, Junge, wie unlucky kann man bitte sein? Und zwar können wir doch schwimmen. Ja, ich dachte, das können wir nicht, weil hier ist kein Ansatz und so. Aber doch, das geht. Hä? Ist jetzt für immer weg? Ja, wie? Ja, toll. Boah. Kann sein, dass ich das hier in zwei Parts splitte. Bin mir da noch nicht so genau sicher, aber kann gut sein. Okay. Ich muss mich jetzt ein bisschen besser anstellen, den zu werfen. Bisschen besser werfen. Na, hä? Von hier aus wollte er nicht geworfen werden. Warte, ich spule kurz zurück, um das auszuprobieren. Von
Von hier aus kann man den nicht werfen. Hä? Okay. Let's go. Jetzt weiß ich's. Und wahrscheinlich wird das hier eine neue Folge schon sein. Weil die Folge ist jetzt schon viel zu lang und ich weiß nicht, ob ich so eine Überlänge an Folge haben will. So, das funktioniert auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob das nur von dort geht oder auch von woanders, aber so funktioniert es auf jeden Fall. Der kann schon mal losrennen. Wo ist er hin? Alter, jetzt hau doch nicht ab, ey. Was bist du für einer? So, ich hol schon mal den goldenen mit. Alter, hallo! Boah, ey. Wo ist der andere jetzt abgehauen? Ey, bleib los hier, Bro. So, eins. Zwei. Der letzte ist oben. Das schaffe ich. Komm, das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Komm, 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 yes! Ihr könnt euch sogar ein bisschen Zeit lassen, um den auch perfekt zu werfen. Damit ihr da keine Fehler macht und so. Alter, diese Quest hat viel, viel, viel zu lange gedauert. Aber hier kriegen wir endlich das Herzteil. Ich weiß nicht, warum sich die Entwickler gedacht haben, ey, hier machen wir wie 10 Quests oder so hin. Für ein Herzteil und ein paar Rubine halt, okay. Boah. Wir haben's. Ich hab keine Ahnung, wie ich das zusammenschneide. Ich mache erstmal eine Pause. Bis später oder gleich, bis zum nächsten Mal oder keine Ahnung, Alter. Diese blöden Viecher, wenn ich die noch einmal sehe, ich bringe die um. Ich bringe sie alle um. Ganz oben, ganz, ganz oben auf dem Berg von Krongol können wir hier oben noch ein bisschen buddeln. Das haben wir auf jeden Fall nicht gemacht. Und eventuell ist hier ein Herzteil. Ich weiß es nicht, was hier ist. Wir werden das einfach zusammen herausfinden. Doch, hier ist ein Herzteil. Schön. Aber. Ah, doch, ich renne hier richtig lang. Okay. Nur ist ein blöder Gegner, der mich dran hindern will. Aber er gibt's nicht hin, weil er ist einfach dumm. Schön. Jetzt fehlen uns noch insgesamt 10 Herzteile. Dann sollten wir alle haben. Und dann. Keine Ahnung, vielleicht mal noch ein paar Trade Quests oder so. Oder ich mache direkt schon den Endboss. Ich weiß es nicht. Aua! Ich will noch kurz gucken, ob es hier noch irgendwas Cooles gibt, hier wo wir uns durchbuddeln können. Manchmal wünsche ich mir, wir hätten so eine Ability bekommen, schneller zu buddeln, ganz ehrlich. Das hätte auch nicht geschadet. Aber einfach nur so doppelt so schnell, so 1,5 mal so schnell oder so. Warte, was? Gibt's nichts? Du lässt mich den ganzen Weg hier hin buddeln. Für nichts. That's what you're saying. Warte mal. Hier ist doch noch mal was. Also doch nicht unnötig. Oh, ich hoffe, von diesen Wänden habe ich nichts verpasst. Oh nein. Aber hey, wir können den Geron weiterhelfen. Auch so drunter haben wir es auch nicht geschafft, Mann, ey. Voll blöd. Dann holen wir den vierten. Es riecht nach leckeren Steinen von der anderen Seite der Mauer hier. Hörst du uns? Aber klar, Brüder. Kaputt. Yay, endlich offen. Gehen wir doch direkt mal dorthin. So, Goronenfreunde. Habt ihr was Schönes ausgegraben? Große leckere Steine, habt ihr gesagt? Oh. Okay, ein bisschen Geld, was ich nicht unbedingt brauche. Ernsthaft? Das geht noch weiter. Aber ich glaube, da hinten ist es vorbei. Ich glaube, zwei weiteren, dann sind wir durch, oder? Mit mehr Leuten macht es mehr Spaß. Da falle ich Paupelz nicht so auf. Was ist bloß dahinter? Wahrscheinlich leckere Steine. Okay, toll, keiner wird traden. Na gut, schade. Es war hier nur für ein bisschen Geld. Ich meine, ganz nett, aber habe ich nicht nötig. Keine Ahnung warum, aber hier im Windestorf in dieser blauen Vase möchte dieser Typ jetzt auf einmal traden. Hallo! Verdammt! Ich bin nicht genau sicher, warum ich das gedacht habe, aber ich dachte die ganze Zeit, man könnte als Mindestlink nicht auf sowas hier rauf und runter klettern. Kann man aber doch. Und hier die drei Höhlen, weil schon ewig lang nicht existieren. Aber wie gesagt, ich dachte, man kann hier nicht drauf. Ich dachte, man muss irgendwie Steine verbinden und dann geht das ja von mal weg zu einem normalen Weg, aber nein, man kann einfach drüber. Wow. Und ja, hier gibt es natürlich auch noch ein bisschen was zu sammeln. Oh nein, Eis.
mein Lieblingshindernis. Bisschen rutschiges Eis. Ah nein, verschwinde. Verschwinde, verschwinde, verschwinde. Sofort, Mann. Verschwinde sofort, Brudi. Was? Aber das ist ein Herzteil. Das brauche ich. 100% und alles. Okay, nice. Okay, nice. Okay. Die drei Eingänge sind wahrscheinlich eine riesige Höhle. Nur halt an verschiedenen Orten an der Höhle. Bisschen Platz sparen in der Cartridge, ne? Kann ich verstehen. Easy peasy, kann man machen. So ist es bald in Spielen. Nein, ist auch nicht. Die mittlere Höhle nicht, die ist einfach nur geschenkt. Und die? Aua. Ich sollte übrigens auch anmerken, dass man hier in diese drei Höhlen erst ran kann, wenn man schwimmen kann. Also denkt dran. Okay. Das hat sich doch gelohnt. Schön. Hier unten gibt es ja noch so ein ganz kleines Häuslein für ein paar kleine Minis zum Leben. Und er will traden aus irgendeinem Grund jetzt. Ich weiß nicht genau, wann das passiert ist, als alle traden wollten oder fast alle, aber hey, wir sind auf jeden Fall der Zeitpunkt angekommen. Und direkt über uns wächst jetzt diese Bohne. Magische Bohnen. Kann Mario jetzt ein Level spielen. Wunderbar. Ey, super, das passt ja voll. Ja, sei du mal glücklich. Denn ich bin jetzt auch glücklich. Denn ganz oben auf diesem schnuckligen, grünen, bestimmt auch weichen, diese beiden Bodenstange finden wir ein Herzteil und ein paar Kisten. Yay! Neue Herzcontainer! Jetzt fehlen nur noch 8 Stück. Verdammt! Und nochmal verdammt! Ah, Mist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das übersehen habe. Hier bei der Farm, also, ne? Immer noch hier im östlichen Hügel. Können wir uns hier nach oben ein bisschen graben und ganz hinten in der Ecke gibt es nochmal so ein Ding, mit dem wir traden können. Und nein, das haben wir nicht gemacht. Und wir wissen ja, die Dinger sind für die Kronen. Das hier ist somit also der vorletzte, glaube ich. Ich hoffe, dass danach nicht noch mehr kommen. Ein bisschen absurd. Eine Zero-Buste, wann ist das? Lass uns warten, bis mehr Freunde kommen. Trotzdem hauen sie weiter drauf. Keine Pause, einfach weiter draufhauen. Okay. Einweisung vom Chef. Wo sind wir? Ihr riecht es so lecker. Hä? Ah, da ist ja jemand. Cool. Ja, einer fehlt noch, aber das haben wir hier übersehen. Jetzt haben wir es abgeholt. Gut ist. Seit wann möchte hier unten in den unten links in den Ruinen dieser Minish hier mit uns traden? Mein letztes Mal wollte er das nicht. Oder wir hatten es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube nicht. Egal. Das können wir einfach traden. Ich habe das Gefühl, dass du... Yeah. Die Bohne hier zum Wachsen lässt. Zum Wachsen bringst. So, wir sowieso schon mal hier sind. Ich meine, rechts gab es auch noch mal was zum Abholen. Nein? Oder wird es gerade nicht angezeigt? Warte mal. Doch, das ist auch noch meine Kiste zum Abholen. Ich hoffe wirklich, dass da... Ah nee, da wird ja sowieso nur Geld drin sein oder sowas. Ich hab... Wann ist in diesem Spiel so schnell reich? Es gibt viel zu viel Geld in diesem Spiel, ganz ehrlich. Ich bin einfach vielmehr der Meinung, man hat viel zu viel Geld in diesem Spiel. Man kann das meiste davon nicht benutzen, weil du es einfach verschwendest, weil du 99 hast und nicht jedes Mal ausgeben willst, nicht jedes Mal zurück rein willst zur Stadt und sagst, was ich meine? Das ist halt übelst dumm in diesem Spiel, keine Ahnung. Ich meine, bei Scarabs hatte ich nie solche Probleme, aber ich weiß auch nicht, wie das da abging. Große Feichköcher, jetzt kannst du noch mehr Falte tragen. 70, okay. Toll. Juckt mich jetzt nicht sonderlich groß, um ehrlich zu sein. Und wisst ihr was? Ich werde mich jetzt aufregen, weil... Ich bin jetzt dazu entscheide, weil ich schon gerade hier bin und ich hoffe, dass ich nicht mehr zurück muss. Die Kiste da oben zu öffnen. Wo ist sie denn? Die war doch hier, oder nicht? Oder muss ich hier irgendwas machen? Alter. Ah.
Bitte sag mir, das war's worth it. Oh, große Bombentasche. Erst großer Köcher und dann große Bombentasche. Ich meine, okay. Ist ganz nett. Besser als erwartet, ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Genauso wie die anderen Mädels möchte dieses Bild auch nochmal mit uns traden. Dann machen wir das doch mal Pharaoh. Ja, jetzt, wer dich hinausgegeben hat. Oh nein, da war ich erst letztens. Okay, die geben alle drei einen Schmetterling. Einen habe ich gesammelt. Einer ist irgendwo beim Friedhof, habe ich jetzt keinen Bock zu holen. Und den hole ich irgendwann, wenn ich dann nochmal zünden muss. Weil jetzt habe ich da auch keinen Bock darauf. Wollen wir mal ein bisschen Lärm machen? Ding dong! Ding dong! Da kriegen wir auch ein Herzteil. Ist das nicht nett? Yeah. Das hier geht auf jeden Fall auf meine Kappe. Den letzten Goron hätten wir nämlich schon längst bekommen können. Und zwar, wenn wir hier in diese Höhle reingehen und mit dem Ding direkt traden, dann kommt hier auch der letzte Corona. Und ich bin mir ziemlich sicher, mehr als 6 gibt's da nicht. Also nicht irgendwie nochmal 8 oder 10 oder so. Ich glaube, das war's jetzt. Noch ein Versuch, aber sie geht einfach nicht kaputt. Hört sich voll an, es bräuchte denn noch mehr Hilfe. Wie wäre es denn damit? Ist die Coronenhöhle, von der alle sprechen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Du kommst genau im richtigen Moment. Lasst uns gemeinsam versuchen. Für die leckeren Steine! Nice! Ich glaube, da können wir jetzt unsere Belohnung abholen. Also ja, für die, die nicht wissen, wo das hier ist. Das ist hier basically, wenn ihr von der Stadt nach links direkt geht und dann, ne, ihr kennt den Weg hier, ihr kennt den Ort hier. Kommt schon, es ist kein neues Gebiet hier, das ist altbekannt. Ja. So. Meine lieben, netten Goronenfreunde, wo seid ihr denn? Wo, boink. Hier seid ihr. Ach, ihr seid wirklich fertig. Wir sind drin, das hat lange gedauert. Können wir uns doch keine Bahn schaffen. Die Scheiße sind lecker. Ich möchte viel mehr hier bleiben. Mit mehr Leuten macht das mehr Spaß, aber irgendwie sehen alle Goronen gleich aus. Hey, Racist! 6 Goronen auf einem Haufen sind ein bisschen zu viel. Goronen schaut von der Höhe ist ein bisschen gruselig. Oder wir traden. Du möchtest traden? Können wir machen, Corona Nummer 6? Hä? Da oben dieser Heißluftballon oder dieser Tintenfisch, was auch immer das darstellen soll. Oder was ist was? Fein geschlafen. Wait, ist das etwa... Oh mein Gott, das ist eine Hand! Oh mein Gott, Hände! Das sahen nur die Haare, das ist... Ein riesiger Corona! In 3D gefühlt! Oh mein Gott! Ey, zu dem sollten wir mal hin. Boah, was ist unsere Belohnung? Okay, let's go! Die letzte Flasche. Not bad. Ich hätte jetzt natürlich sowas wie... dem magischen Bogen... Ah, den haben wir woanders hinbekommen. Aber... Ja, diesen magischen Schild hätte ich hier drin gepackt, oder nicht? Oder irgendwas anderes, keine Ahnung, so letzte Flasche hierhin? Ist okay, ich schätze, es ist okay. Das haben wir zumindest jeden einzelnen Slot aufgelöst, nur halt die drei nicht, weil das geht auch nicht. Ja, das ist ziemlich cool. Ich würde sagen, wir stechen nochmal, machen einen kurzen Abstecher nochmal zu dem riesigen Goronen. Oh mein Gott. Und guck mal, wie es dem so geht. So, Goronenkumpel. Macht seine Finger hier weg. Tappel, tappel, tapp, tapp, tappel, tappel. Süß. Tappel, tappel, tappel. Wie er sich bewegt. Hey, Kumpel! Herzlich willkommen, mein blutiger kleiner Mützenbrust. Schön, dass du mich im letzten Winkel des Gebirges besuchen kannst. Und komm bitte wieder, sobald du etwas Großartiges verbracht hast. Nicht vergessen. Also, du willst jetzt nicht mit mir abhängen? Nein, mach später. Okay. Du bist auch ein bisschen gruselig, ne? Nicht nur süß, auch ein bisschen gruselig. Ja, Freunde, dann werde ich bei meinem großen neuen Goronenkumpel ein bisschen abchillen, ein bisschen abhängen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Legend of Zelda Minish Cap wieder. Yeah! Ich stich den Finger ab.